Der letzte Zeuge Jehovas, wie er lebt und lebt, sitzt am Waldrand, in der Ferne schallen die Geräusche wie die BOB oder die Rollenreifen der Autos, die über die Autobahn fahren. Doch zurück zu unserem geliebten Jebus. Nein, das war der Falsche. Jebus ist der Sohn von Jehova. Jehova hatte sich selbst befruchtet, indem er seinen ewig geilen Geist ausgesandt hatte, um eine Jungfrau mit vollzückender Hingabe zu pimperisieren. In einer tantrischen Stellung hat er einen Samenerguss gehabt. Und die Jungfrau war es dann keine mehr. Keine jungfräuliche Frau mehr, sondern ein gestandenes Weib, das in monatelanger Trächtigkeit den Sohn von Jehova in die Welt warf. Mit viel Flüssigkeit und so weiter. Jehova, dein Reich ist schon hier. Es wird nie kommen, denn es ist schon hier. Hier im Wassertropfen, den ich auf meiner Zunge habe. Hier in dem Speichelschleim ist das Reich Jehovas. Es ist in allen Wasserteilchen beinhaltet. Auch wenn du es möglicherweise nicht sehen kannst, hat es deinen Chromosomensatz völlig durchdrungen. Da du ja von Zeit zu Zeit Wallungen empfindest, tiefe, inbrünstige Wallungen der Leidenschaft, Gefühle, dass etwas nicht stimmt auf dieser Welt oder mit den anderen. Jehova ist bei dir in deinen Zellkernen als eine Information, die sich durch dick und dünn streckt und begleitet. Sie ist deine innerste Natur. Sie empfindet sich als jegliches wahrnehmbares Teilchen im Raum. Ich würde so weit gehen, als Zeuge von Jehova zu behaupten, dass es Jehova ist, der der Raum selbst ist und auch den Inhalt bezeugt, in dem er sich befindet, als der befindliche Inhalt in dem Raum, den er durch sein Tagträumen täglich träumt. Jehova ist nicht männlich, Jehova ist nicht weiblich und sein Sohn Jebus ist eine Frau, die schöne Lippen hat. Sie kann auch singen wie ein Rehkitz. Bambi ist ihr Name. Doch ich denke, sie heißt auch Marianne oder Michaela oder vielleicht auch Gertrude oder nur Gerd oder Frimbo, sein letztes Denken war der Gedanke an Frimbo. Er war auch ein Zeuge von Jehova, doch leider war er tot. Denn ich bin der Letzte dieser Art. Mit mir! Also wenn dieses Geständnis vorbei ist, dann gibt es mich nicht mehr. Und Jehova wird aus dem Gedächtnis der Menschheit gelöscht, in dem es sich noch gar nicht eingebrannt hat. Wirklich, wirklich, wahrlich, ich sage euch, ich spreche hier frei weg von meiner Leber, die unbefleckt ist. Die unbefleckte Leber lebt sich selbst. Auch wenn sie viele Aufgaben hat im Laufe der Zeit und so manche Getränke wohl unvoreingenommen verdaut, mit ihren Geschwistern, den anderen Organen, wie Dickdarm, Prostata, Zirbeldrüse und was wir noch alles so kennen aus der Physik des Körpers. Nun, das Licht wird langsam dämmerig und ich ein bisschen belämmerigt. Es war kein Limerick, auch kein Streich, den sich einer spielte, um seine Wände zu streichen. Es ist, was es ist, so sei es.
was es das ist, was es ist. Auch wenn es nie gekannt oder gewusst werden kann. Jehova, Jebus und Bambi, alle feiern keine Party, denn sie sind gedanklicher Natur sehr frohlockende Ideen, die im Raum der Gedanken schweben und den einen oder anderen küssen mit der Muse, die Musik, frivol, die Verzückungen des Leibes als etwas interpretieren könnte, was es gar nicht ist. Vielen Dank für gar nichts und trotzdem trotze dem Trotz nicht einmal, wenn es nicht nötig ist. Frohlockend, frivol.